Willkommen zurück zu Mass Effect 3. Wir sind hier auf Tochanka und retten. Oder, da hinten liegt noch was ich vergessen habe. Sehr gut. Wir sind auf Tochanka auf der Suche nach Lieutenant Victus, dem Sohn des Primarchen. Ja, den müssen wir unbedingt retten. Der muss unbedingt überleben. Denn sonst könnte unsere komische Allianz auseinanderbrechen. Wir müssen so schnell wie möglich die Hauptabsturzstelle finden. Muss ein großes Schiff gewesen sein. Als Sohn von Adrian Victus muss man enormen Erwartungen gerecht werden. Im Militär von Palavin ist das ein großer Name. Man sagt, als Victus hat man den Krieg im Blut. Der Krieg war auch für mein Volk eine Lebenseinstellung. Wer die Reaper nicht bekämpfen konnte, der blieb auf der Strecke. Tja. Genau. Tja, was ist das jetzt für ein Gerät? Auch wieder eine sehr cool aussehende Schrotflinte? Nein, wahrscheinlich ein Scharfschützengewehr. So, hier haben wir ultraleichte Munition für meine MP. Das könnte natürlich lustig sein, wenn dann irgendwann die Waffen nichts mehr wiegen und ich kann wirklich mal mehrere davon tragen. Wobei, wer die Paladin hat, der braucht doch nichts anderes mehr. Ja, das ist meine Susi. Komm, geh da runter. Und das macht mich... Ja. Ihr wisst schon zu wem. Denn mir fällt es gerade nicht ein. Medikit. Eine turianische Leiche in schöner Rüstung. Ich kann Schüsse hören. Oh, den da. Ja, von wegen Überraschungsmoment. Wo hatten wir jetzt gerade das Überraschungsmoment? Die sind höher als wir vom Terrain. Die haben alle Vorteile. Blöder Marodeur. Keiner mag dich. Geh nach Hause. Wo immer du wohnst. Achtung! Heuschrecke im Anmarsch! Oh, die kann ja was. Verdammt! Noch eine Heuschrecke! Danke für die Hilfe! Wir treffen uns an der Absturzstelle! Die Heuschrecke muss sterben! Oh! Die Heuschrecke ist gestorben. Ich glaube, wir haben die Männer alle gerettet. Hier drüben. Was hier drüben? Ich suche nach Gegenständen, Garrus. Und nach Munition. Ich habe viel zu viel Munition auf die Heuschrecke verwandt. Ja. Aber das ist gut. Das ist wirklich gut. Ich habe ja auch im Notfall... Habe ich ja noch was ich benutzen kann. Ich habe ja meine Fähigkeiten. Ich bin ja nicht hilflos. Hören Sie mich, Commander. Ich wiederhole. Hören Sie mich. Hier, Shepard. Was ist Ihr Status? Katastrophal. Commander, wann werden Sie eintreffen? Halten Sie durch, wir sind unterwegs. Sobald ich all die Gegenstände eingesammelt habe. Oh, da ist er, ich kann ihn sehen. Aber das Kammer habe ich ja schon oft gehabt. Wie ist unsere Geschwindigkeit? Bremsen online, wir werden es überleben. Na toll, Victus wird dafür bezahlen. Militärprozess oder gleich aufknüpfen? Wie will der Commander damit klarkommen? Wenn wir ihn finden, fragen wir. Das ist übel. Und ich sehe an meiner Waffe auch gerade die panzerbrechende Munition. Das ist ja auch schön. Das ist ja auch praktisch. Wahrscheinlich so ein Feature aus dem Multiplayer. Eine Smart Drossel. Okay. Ich kann bis jetzt nur Schnaps drosseln. Ach komm. Mit euch Kleinvieh will ich mich eigentlich gar nicht aufhalten. Rennt bitte in die Singularität. Ich will die Heuschrecke mir holen. Ja, aber immer noch Zeit, ein bisschen Geld von den toten Soldaten sich rauszuholen. Wie komme ich die Leiter runter? Commander, bitte komm! Hier, Shepard. Ein paar Heuschrecken haben gerade jede Menge Feinde auf ihrem Weg abgesetzt. Verstanden. Ich bin mir unsicher, ob der überhaupt noch am Leben ist. Oh Gott, wieso können die Granaten werfen? Das müssen diese Marodeure sein. Richtig? Richtig. Heuschrecke voraus und auf der Flucht! Ich muss mal Granaten einsetzen, ist mir gerade eingefallen. Ja, das könnten wir hier machen. Wie wär's denn? Du wirfst mal eine Granate dahin. Ich weiß zwar nicht wie, aber es hat funktioniert. Sehr schön. Alles klar. Oh ja. Alles klar. Ich will mich ja nicht beschweren, Jungs, aber könnt ihr die Heuschrecke da hinten mal töten? Wird erledigt!
dass ich das immer alles selbst machen muss. Fürchterlich. So, Jungs. Granate. Und tot ist der Kannibale. Gut, es läuft doch. Es läuft. Okay, beeilen wir uns. Es ist wichtig, dass wir diesen Trupp nicht verlieren. Die das Kroganer auszugrenzen ist unproduktiv. Stattdessen sollten alle verfügbaren Truppen gegen die Reaper mobilisiert werden. Die Feindschaft zwischen Kroganern und Turianern ist uralt und intensiv. Sie ist angeboren. Und ich brauche ihre Zusammenarbeit. Also sollten wir die Lage nicht komplizierter machen, als sie ist. Ja, wir sollten den nicht sterben lassen, damit der Primarch uns weiterhin gewogen bleibt. Und ich habe nur geguckt, ob hier noch irgendwas rumliegt, ja. Denn ich brauche Gegenstände. Vor allem gibt es hier sau viele Gegenstände. Ich glaube, so viele Upgrades und Gegenstände, wie ich hier gefunden habe, habe ich noch in keiner anderen Mission gefunden. Und schon gar nicht in so kurzer Zeit. Also es ist eine sehr gute Mission und ich muss eigentlich mal ein Medigel nehmen, ne? Weil sobald okay, meine Sch... Geht los. Okay. Es wird Reaperblut fließen. Für Palavan. Ihr habt die anscheinend weit vor mir gesehen. Wirf da mal eine Granate hin. Oh, da hinten ist ein Rohling. Granate! Granate! Die sind natürlich auch übel, die Rohlinge. Und noch eine Granate von mir. Und da ist der Rohling tot. Oh, hallo Marodeur. Gib mir deinen Kopf. So ist gut. Okay, die sind beide hochgezogen worden. Boah, da hinten steht einer. Naja, ich glaube, den treffe ich nicht. Da bin ich von hier nicht für geeignet für. Geh mal ein bisschen näher ran. Mir gefällt das richtig. Ja. Ach, ich weiß gar nicht, was ich vermisst habe. Okay, okay. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt für mich hier. Und dein Leben zu beenden. Wer sich hinstellt und irgendwas kanalisiert, der Leid, der will mich ja dazu einladen, dass ich mir den Kopf schieße. Und ich finde, so offensichtliche Einladungen, da muss man auch Folge leisten. Ja? So, jetzt bin ich erstmal wieder ganz schön am Ende. Und da hinten hat es jemand von mir gekostet. Echt? Okay. Steh auf, du Schlafmütze. Ist vielleicht nicht der beste Ort, wo wir hier gerade sind. Und das ist die Heuschrecke. Ja, das ist die Heuschrecke. Ich weiß aber nicht, wo sie ist. Ich habe ihre Lebenspunkte gerade gesehen, aber ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Da hinten um die Ecke. Okay. Steh auf, Schlafmütze. Wir haben Sachen zu töten. Wir haben Dinge zu erledigen. Du hast dich da gut versteckt, Heuschrecke. Und Medigel. Na komm, so ist gut. Entdeckung! Okay, okay. Reaper Bl... Ah, Mist. Ja. Ah, Mist. Das Ding nehme ich jetzt aber mit. Da könnte... Nein, das nehme ich mit. Das nehme ich mit aufs Schiff, wenn es sein muss. Ich behalte diese Waffe. Erzählt mir nichts anderes. Vor allem nicht du. Victor's Junior. Ihr seht alle gleich aus. Ja, ich weiß. Lieutenant Victus? Commander Shepard, meine Männer und ich stehen in Ihrer Schuld. Danke, dass Sie so viele gerettet haben. Was ist hier geschehen? Hat versagt! Halten Sie sich zurück, Soldat! Er trägt die Schuld am Tod dieser Männer! Ich sagte, halten Sie sich zurück! Hey, ich habe Ihnen allen gerade den Arsch gerettet und jetzt beruhigt sich erstmal jeder. Lieutenant, was geht hier vor? Ich habe eine schlechte Entscheidung getroffen. Das ist alles meine Schuld. Ich zog Vorsicht und Taktik einem Frontalangriff vor. Und meine Männer
mussten dafür bezahlen. Können wir das irgendwo bereden, wo wir nicht in Lebensgefahr sind, wo nicht andauernd riesengroße Heuschrecken sich auf uns herabstürzen? Aber ich finde es super cool, dass mein Shepard jetzt in den Zwischensequenzen hier, in dem Dialog, diese geile Reaper-Waffe in der Hand gehabt hat. Ja? Das hat mir sehr gefallen. Also allein dafür war es wert, die nicht zu benutzen. Ja? Aber gut, was ist passiert? Meinen Sie den Absturz? Ja, genau. Wir konnten über Holo sehen, dass Reaper-Einheiten unseren Kurs blockierten. Ihn beizubehalten hätte schwere Verluste zur Folge gehabt. Also wählte ich eine sicherere Route, den Feind zu umgehen. Wir flogen tief und durch diese Ruinen. Als wir auf Widerstand stießen, hatten wir keinen Platz mehr für Ausweichmanöver. Plötzlich steckten wir mitten in einem Kampf ums Überleben, den viele meiner Männer verloren haben. War eine schlechte Entscheidung, aber wir sind in einem Krieg, ja? Es braucht Mut, Fehler zuzugeben, aber man muss drüber wegkommen und weitermachen. Ich weiß, aber es ist noch so frisch. Unsere Mission ist jedenfalls fehlgeschlagen. Sobald die Verletzten stabilisiert sind, kehren wir zur Flotte zurück. Sie geben Ihre Mission auf? Wir haben über 30 Mann verloren. Es wäre Selbstmord. Was hatten Sie hier eigentlich genau vor? Es gibt eine Bombe auf diesem Planeten. Wir sollten sie entschärfen. Eine Bombe? Wie groß? Gewaltig. Cerberus hat sie. Lieutenant, wenn Cerberus diese Bombe hat, müssen Sie Ihre Mission zu Ende bringen. Haben diese Männer nicht schon genug geopfert? Ich verstehe das. Man kann kein schwereres Opfer verlangen, aber Ihre Männer haben sich dazu verpflichtet, es zu bringen. Genau wie Sie. Meine Männer sind fertig, Commander. Selbst wenn ich die Mission abschließen wollte, Sie wollen es nicht. Es ist Ihre Aufgabe, sie dazu zu bringen. Und wie? Tja, und wie? Ja, das Problem hatte Commander Shepard nicht. Dem folgen andauernd irgendwelche Elite-Kämpfer in den Kampf ohne Probleme. Ja. aber du kannst sie wirklich, also Turianer, die ihre Mission aufgeben wollen. Wie passt das zusammen? Pack sie an der Ehre, ja? Pack sie an der Ehre. Wobei das von ihm wahrscheinlich schlecht kommt, ja? Denn ich habe das Gefühl, da gibt's gerne Fehler zu, der Lieutenant hier. Aber ein Arschtritt, glaube ich, noch weniger, dass er das hinbekommt. Ihr Opfer bedeutet, dass andere nie mehr durchmachen müssen, was sie heute hier durchgemacht haben. Erinnern Sie sich daran, dass dieses Opfer ohne jede Ehre ist, wenn die Mission fehlschlägt. Männer, ich weiß, was heute hier geschehen ist. Aber wir müssen weitermachen. Nein, müssen wir nicht. Wen interessiert schon ein paar Kroganer-Leichen? Es ist vorbei. Wir sind Turianer und werden einen Triumph von Cerberus nicht zulassen. Unser Opfer bedeutet den Unterschied zwischen Leben und Tod. Für die gesamte Galaxie. Alle sollen sich daran erinnern, dass die Helden des 9. Zuges ihre Pflicht tapfer erfüllt haben. Also Männer, das Shuttle wird jede Minute da sein. Wir ziehen ab. Commander, kommen Sie mit uns. Wir sind nur noch eine Rumpfeinheit. Wir können jede Hilfe brauchen. Senden Sie den Navi-Punkt. Mal sehen, was geht. Danke. Das gibt uns Zeit, ein wenig Aufklärung zu betreiben und zu sehen, womit wir es zu tun haben. Victor, Sie haben jetzt eine zweite Chance. Lassen Sie Ihr Opfer nicht vergebens sein. Verstanden, Commander. Hoffentlich sehen wir uns dann am Treffpunkt. Ich werde kommen, ja? Wenn die dich nicht gleich umbringen und nach Hause fliegen? Cerberus-Bombe? Was zum Teufel ist da los, Commander? Und was haben die Turianer damit zu tun? Die Koordinaten von Victor liegen im Kerfik-Tal, einem dicht besiedelten Gebiet. Mehr weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, da stimmt was nicht. Was schlagen Sie vor? Der Primarch soll auspacken. Das kroganische Militär alarmieren? Noch nicht. Wir wissen zu wenig. Bis zur Heilung sind die kroganisch-turianischen Beziehungen angespannt. Kein Risiko. Und diese Bombe? Wie viele Truppen setzt Cerberus dabei ein? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass... Wir dürfen die Bombe nicht detonieren lassen. Informieren Sie mich, Hackett Ende. Das gefällt mir, die Entwicklung. Ja. Primarch Victus. Beeindruckende Arbeit auf T'Chanka. Ich bin dankbar, dass Sie... Primarch, warum haben Sie mir nichts von der Cerberus-Bombe gesagt? Wieso das Verheimlichen? Was verschweigen Sie mir noch? Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Unser Bündnis funktioniert nur über Vertrauen. Unsere Freundschaft ist neu, Commander. Würden Sie mir Informationen anvertrauen, die Ihr Volk oder die Erde in Gefahr bringen? Ich kann dich auch aus der Luftschleuse werfen. Das wäre
Jetzt meine Lieblingsantwort. Wir müssen das wissen. Und würde ich ihm was anvertrauen? Ja, okay. Ich kann ja sagen, ja. Es kommt natürlich drauf an, aber du kannst nicht erwarten, dass ich hier in eine Mission gehe, ohne zu wissen, was da vor sich geht. Also, ich würde dir Informationen anvertrauen, wenn es nötig ist. Und es ist nötig. Warum sollte ich unser Bündnis durch Lügen gefährden? Das ergibt keinen Sinn. Entscheidungen wie diese bedrücken mich. Als ich General war, konnte ich sie der Befehlskette beantworten. Aber jetzt habe ich nur noch mich. Verstehen Sie mich? Natürlich. Und? Und das wär's. Moment, eins noch, Commander. Danke, dass Sie meinen Sohn gerettet haben. Er sagt mir nichts. Gar nichts. Wollen wir das nicht nochmal probieren? Ich könnte ja Rex irgendwas erzählen, was du nicht wissen willst, dass er das weiß. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Commander. Die Lage mit den Kroganern ist bereits kompliziert genug. Aber nicht so kompliziert, wie eines Tages als neuer Primarch aufzuwachen. Ja, das stimmt. Langsam verstehe ich, warum Anführer oft so einsam wirken. Worst-Case-Szenarien sind nicht bloß Theorie. Meistens steckt man 5 Minuten später mittendrin. Deshalb sind Verbündete sinnvoll. Da haben Sie natürlich recht. Kann ich Ihnen denn irgendwie helfen? Das ist ein komischer Dialog, der passt jetzt gerade so gar nicht rein. Gar nicht. Ja, hier ist aber nichts Neues. Also er redet das nicht mit alles mir. Natürlich, Commander. Weißt du, ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Ich habe auch immer noch Probleme zu glauben, dass wirklich der Primarch und dass ich hier zwei Anführer eines ganzen Volkes an Bord habe. Ja, das ist ein bisschen... Was war das vorhin mit dem Primarchen? Planen die Turianer was? Das war nichts. Nur keine Sorge. Aha. In Ordnung. Okay, schade. Ich dachte, ich könnte hier irgendwie die beiden gegeneinander aufhetzen. Dann würde Rex rübergehen und ihm einen auf die Kauleiste geben. Und dann würde er vielleicht reden. Das wär's erstmal, Rex. Machen wir weiter. Jederzeit. Aber anscheinend muss ich das runterschlucken, meine Unzufriedenheit mit den Befehlen und der Situation. Und ich werde keine weiteren Informationen bekommen. Auch gut. Wir könnten an der Front sein. Warum lassen Sie uns eine Tür bewachen? Wer soll denn jetzt die Vorschriften brechen? Der Krieg macht Menschen dumm. Hast du übrigens schon mal mit Moreau geredet? Die Kollektoren haben dieses Schiff überfallen und die Crew entführt. Verdammt. Okay, dann müssen wir wohl auf alles vorbereitet sein, was durch diese Tür kommen kann. Genau. Aber der Einzige, der hier immer durchkommt, bin ich. Ja, deswegen stehen ja auch zwei Frauen. Das hat das Spiel sehr geschickt eingefädelt. Sie haben neue Nachrichten, Commander. Danke, die nehme ich hier entgegen. Oh, danke, von Jessica Frohm. Sehr geehrter Commander Shepard, mein Name ist Jessica Frohm. Sie haben mir auf Benning das Leben gerettet. Ich habe viele Freunde verloren, aber mir gibt der Gedanke Hoffnung, dass die Erinnerung an sie in mir weiterlebt. Ich weiß nur, ich bin eine einzelne Frau, aber ich wollte sie wissen lassen, dass sie wirklich etwas bewegen. Gott schütze sie, Commander. Jessica Frohm. Ja. Sagen wir es doch so, wie es ist. Frohm. Okay. Mr. Moreau, wollen wir mit Mr. Moreau sprechen? Ich bin mir nicht sicher, wie weit die Dialoge eventuell fortgeschritten sind. Okay. Liegt ein Kabel einfach so rum. Na gut. Ich dachte schon, was ist das für ein Müll, der da rumliegt, aber das ist eine Stolperfalle. Meine Güte. Die Turianer werden es schaffen. Sie sind Pfund für Pfund die beste Streitmacht der Galaxie. Pfund für Pfund ist irrelevant angesichts der insgesamt deutlich höheren Masse der Reaper-Streitkräfte. Deshalb bringen wir ja auch die Kroganer ins Spiel. Ja, die haben auch große Masse. Das lief ja gut. Schön, dass die Turianer ausflippen und die Kontrolle verlieren können, wie wir anderen auch. Sie stehen unter enormem Druck. Sie haben die Normandy gestohlen, wurden von den Kollektoren gesprengt und haben uns auf eine Selbstmordmission zum Kern der Galaxie geschickt. Und ich habe kein einziges Mal gemeutert. Du bist ja auch verliebt in mich. Heimlich, ja? Oder in Edi. Commander? Okay, Edi? Ihre bloße Existenz erstaunt mich bereits, Shepard. Die Wahrscheinlichkeit, so lange zu überleben wie Sie, ist verschwindend gering. F5 hilft, ja? Gebe ich zu. Hallo, Shepard.
Hallo, Edi. Hallo, Shepard. Hallo, Edi. Hallo, Shepard. Hallo, Edi. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Keine Ahnung. Wahrscheinlich der ganze Krieg. Ja. Der ist mir langsam zu Kopf gestiegen. Aber schauen wir nochmal auf der Map, ob irgendjemand sich entfernt hat von seinem angestammten Platz. Ja, in der Lounge sind Liara und Garrus. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall hingehen jetzt. Das ist interessant. Da bin ich mal sehr gespannt. Zwei meiner Lieblinge zusammen in der Lounge. Wer weiß, was da abgeht. Will ich das überhaupt wissen? Naja, besser wissen als nicht wissen. Also gut, hinein. Genug von mir. Was haben Sie gemacht, bevor wir uns hier oben kennengelernt haben? Oh, Sie wissen schon. Dies und das. Na los, sagen Sie schon, Tissoni. Also gut. Ich habe mehrere schwere Kämpfe mit Cerberus durchgestanden. Ich habe Shepard geholfen, einen Roboter-Attentäter auf dem Mars aufzuhalten. Oh, und ich habe die Pläne für ein proteanisches Weltuntergangsgerät gefunden, die 50.000 Jahre lang vergraben waren. Aha, dies und das. Verstehe. Da wart ihr doch beide dabei, oder? Du bist seit Mass Effect 1 dabei und du auch. Hast du einen Hirnschaden bekommen über den letzten... Oh, die haben sogar Getränke in der Hand. Also er hat ein Getränk in der Hand. Es gibt Getränke hier? Aber anscheinend nicht für mich. Das hat Edi wohl gesperrt. Ja? Turiano auf einer Geheimmission auf Tuchanka, hä? Davon hat mir keiner was gesagt. Ich bin gespannt, was bei dieser Bombe auf Tuchanka herauskommt. Ignorieren ist ja wohl keine Option, was? Nee, ich bin jetzt auch neugierig. Später. Hallo, Shepard. Du sagst das viel besser als Edi. Hallo, Shepard. Ja, das klingt, Shepard klingt so erleichtert sogar. Hallo, Shepard. Shepard. Dann probieren wir mal wegzugehen und wieder hinzugehen. Nun, Archangel. Ha! Ah, Sie haben davon gehört. Ihr Aufenthalt auf Omega hat zu zahlreichen Artikeln geführt. Und jeder Menge Aufnahmen von Sicherheitskameras. Nur eine Sache konnte ich nicht verifizieren. Haben Sie wirklich drei Söldner der Blue Suns mit einer Kugel erledigt? Nein, natürlich nicht. Der dritte hatte einen Herzinfarkt. Es wäre nicht fair, ihn mitzuzählen. Okay. Später. Achso, ich dachte, das wäre jetzt vielleicht jetzt neue Sätze über Archangel. Okay, ich gehe noch ein letztes Mal ein bisschen weiter weg. Vielleicht brauchen die auch ein bisschen Zeit, um sich zu resetten. Weil die haben sich ja bestimmt mehr zu erzählen. Und die, ja, Liara war ja in Mass Effect 2 nicht wirklich dabei. Deswegen macht das mit Archangel schon Sinn. Aber ich glaube, hier kommt nichts mehr. Ne, hier kommt nichts mehr. Aber das war schon mal nett, das erfahren zu haben, dass ihr beide doch miteinander redet, wenn keiner aufpasst. Aber ich bin sehr glücklich, dass ihr sehr weit voneinander entfernt sitzt, ja. Ich bin eifersüchtig, ja? Liara, Finger weg von Garrus. Finger weg von Garrus. Aber jetzt höre ich besser mal auf für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wo wir dann die Bombe entschärfen. Oder es zumindest versuchen.